Wie sehr haben Sie dem Moment hier entgegengefiebert? Ja, ich habe mich natürlich darauf gefreut. Wir haben jetzt die ganze Woche auch Testungen gehabt, was die Jungs natürlich auch bei den Testungen gesehen. Aber wir sind halt alle Fußballer. Also der Ball muss dann rollen, wir wollen auf den Platz, ein schöner Platz, alles grün, alles wunderbar. Und dann willst du auch raus, ist doch klar. Ja, ich habe mich darauf gefreut. Ja. Wie viel Normalität ist denn jetzt hier schon wieder dabei, quasi trotz Corona-Krise, trotz allen Unwägbarkeiten, wie auch immer, also wie fühlt es sich an? Ich weiß nicht, ob das so normal ist. Also ich glaube, die Normalität, wir gewöhnen uns, glaube ich, so ein Stück daran, dass wir das empfinden, dass das jetzt irgendwie normal ist. Aber wenn ich das jetzt so sehe, der Abstand, die Masken, dann, also wirklich normal empfinde ich das nicht. Also ich bin da ehrlich, ich verstehe das, ist auch alles mit Sicherheit sinnvoll, wir müssen uns halt den Gegebenheiten anpassen, aber so für normal finde ich das nach wie vor nicht, bin ich ehrlich. Ja. Trotzdem gab es heute eine intensive Einheit auf dem Platz, wir haben viele Anweisungen gegeben, was wollen Sie den Spielern vermitteln? Ja, das Anweisungen, Hilfestellung, also wir geben den Jungs immer Hilfestellung, also uns geht es ja darum, wenn wir Spielformen machen, dann haben wir ja auch einen Hintergrund da und wollen den natürlich dann auch den Jungs transportieren, erstmal gucken, wie die Jungs reagieren, welche Lösungen die Jungs finden, welche Lösungen können wir ihnen noch mitgeben, welche Hilfestellungen können wir noch mitgeben, was macht dann vielleicht auch die Feinheiten den Spieler dann nochmal ein bisschen besser vielleicht in der Situation, nur in dieser Spielsituation und was kann er mittransportieren. Ich glaube, das gehört einfach dazu und die müssen uns natürlich jetzt kennenlernen, die Jungs, wie wir Fußball spielen lassen wollen, sprich also wo wir jetzt Wert drauf legen, das macht jeder Trainer unterschiedlich, ist auch logisch. Und wir müssen halt die Jungs kennenlernen, ne? Wie bewegen sie sich auf dem Platz, wie sind sie im Training. Aber im Moment muss ich sagen, bin ich begeistert von der Art und Weise, wie die Jungs aufgetreten sind und wie das Training heute gelaufen ist. Wir haben einen Neuzugang schon eben gesehen, Lukas May, junger Typ, aber große, kräftige Statur, irgendwie auch ganz gut technisch am Ball. Was haben Sie für einen Eindruck von dem jungen Mann? Ja, genauso. Ne? Also wir haben ja gesucht in der Innenverteidigung, wir sind ja noch nicht am Ende damit. Wir müssen halt noch was machen, das wissen wir ja auch. Wir haben ja heute auch lange darüber gesprochen, aber bei Lukas ist halt so, dass es ein Spieler ist, der auch gezeigt hat, auch wenn er viele Spiele bei Bayern 2 jetzt gemacht hat, in der dritten Liga, die sind Meister geworden, nicht umsonst. Und er war Leistungsträger in dieser Mannschaft, war viel bei den Profis dabei, bei Bayern München dabei und hat richtig gute Voraussetzungen. Und ich hoffe, dass er das halt, was er auch gezeigt hat im letzten Jahr, dass er das hier hin transportieren kann, positiver Art, ein Leader-Typ auch obwohl es ein junger Kerl ist, dass er sich schnell integriert in die Truppe. Aber ich glaube, bei der Truppe, mein Gefühl sagt das so, ist es recht leicht. Wir nehmen einen recht gut auf. Und dass er dann seine Leistung abrufen kann und dass er dann dazu beiträgt, dass wir guten Fußball spielen. Mhm. Apropos Transfers, wir haben ja auch ausführlich eben mit Carsten Gehmer nochmal gesprochen. Wie viel Geduld muss man in dieser Transferphase jetzt auch als Trainer aufbringen? Muss man da Zen-Buddhismus studieren oder so? Oder irgendwie? Ja, sich besonders irgendwie Geduld üben oder ja, was ist das Schwierige gerade an dieser Transferphase? Ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die sich so schwer tun. Also, ich glaube, wir kriegen das überall mit, so viele Transfers sind nicht passiert, das ist alles so ein bisschen schleppender. Es geht halt auch vermehrt in die Richtung, dass du Spieler ausleihst und dann hast du abgebende Vereine, dann ist jetzt nicht nur der Spieler entscheidend. Also, ja, gestaltet sich ein bisschen schwierig im Moment, Geduld. Ja, am liebsten hätte man heute alle Spieler da gehabt, den ganzen Kader da gehabt und hätte von jetzt an starten können für die Vorbereitung, damit doch alle Spieler alles mitbekommen. Aber uns geht es ja nicht alleine so, es geht halt vielen Vereinen. Ja. Was wird man brauchen, um in dieser zweiten Liga zu bestehen, wenn man das überhaupt schon einschätzen kann? Ja gut, ich glaube, die zweite Liga kennt ja auch jeder. Also das ist... die letzten Jahre haben das ja, glaube ich, gezeigt. Du bist zweimal Zehnter geworden, jetzt bist du Fünfter geworden. Die Abstände untereinander waren nie groß, wo man Zehnter war nicht, wo man Fünfter war nicht. Also die Liga ist immer sehr ausgeglichen. Du musst halt eine gewisse Kontinuität an den Tag legen. Das schon. Du musst dich halt versuchen weiterzuentwickeln, im Fußball weiterzuentwickeln, dass du fußballerisch dann Lösungsmöglichkeiten immer wieder hast gegen Gegner. Brauchst du eine Konstanz, du musst halt konstant sein. Ne? Das ist halt wichtig. Und jetzt diese Saison wird es halt auch wichtig sein, wie wir uns im Kader aufstellen. Das ist halt leider so, weil wir im September starten und im Mai enden. Und wir haben dazwischen nicht wirklich Pause. Das ist einfach so. Wir am 23., 22., 23. ist die zweite Pokalrunde.
Wir wissen natürlich nicht, weil das Los Magdeburg ist nicht ein klassisches Erstrundenlos. Das wird sehr, sehr schwer, auch wenn wir da gute Dinge sind, aber wird halt schon schwierig. Und dann spielst du am 22., 23. die zweite Pokalrunde und am 2. Januar spielst du schon das erste Meisterschaftsspiel. Also das ist so englische Verhältnisse, wo es halt durchgeht. Und brauchst halt auch einen dementsprechenden Kader. Und da wird sich halt auch zeigen, wie schwer die Liga für uns wird. Was hast du für eine Auslosung, welche Spieltage liegen wie, wann kommst du wohin, welche Fahrten hast du. Spielt halt viel mit rein und ja klar, Verletzungen halt. Ne? Hoffen wir mal, dass wir keine haben.